Wir besteigen jetzt den Glockenturm. Ich bin jetzt mit Martin und Cordula auf den Turm gestiegen und gleich wird geblasen vom Turmhaus. Martin, du hast mir erzählt, hier oben hat sogar mal jemand gewohnt, ein Turmbläser gewohnt. Also ob tatsächlich ein Turmbläser hier gewohnt hat, ist in der Tradition noch nicht überliefert. Sicher ist aber, dass auf anderen Kirchtürmen im Mittelalter oder seit dem Mittelalter Familien gewohnt haben und mit der Aufgabe des Türmers. Und zwar hatten die feuerpolizeiliche Aufgaben, regelmäßig über die Stadt zu schauen und sehen, ob irgendwo ein Rauch aufsteigt und dann im Gefahrfall mit Trompeten und Posaunen dann die Bevölkerung zu warnen und zu alarmieren, dass dann gelöscht werden konnte. Das war also die eine Aufgabe. Und die zweite Aufgabe war natürlich, wenn Feinde zum Beispiel im Anmarsch waren, auch das zu signalisieren. Und jetzt ist es vor allen Dingen Freude, die ihr bringt. Also ich fand das so beglückend, wirklich beglückend zu einer Zeit, wo es so schwierig ist und man so wenig zusammen sein darf, habt ihr hier vom Turm her uns Freude verkündet. Und seit wann macht ihr jetzt, blast ihr jetzt im Moment hier vom Turm wieder runter? Also wir blasen jetzt hier regelmäßig, wöchentlich seit Ostern. Und die Tradition geht aber auch schon länger zurück. Hier oben auf dem Turm gibt es noch so Relikte. Man sieht draußen am Balkongeländer noch metallene Notenständer, die geschmiedet sind. Also hat man auch schon früher vom Turm geblasen. Und es ist überliefert, dass hier in der Zeit des Dritten Reiches der Posaunenchor hier oben in der Turmstube sein Probenlokal hatte. Und unsere ältere Generation, die noch aktiv bläst, überliefert auch, dass sonntags regelmäßig vom Turm geblasen wurde. Und so führen wir die Tradition jetzt wieder fort. Was ist denn das für ein Gefühl, von hier oben runter zu blasen? Also von hier oben runter zu blasen ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Einerseits für die Bläser etwas schwierig hier zu blasen, weil der Ton sofort nirgends reflektiert wird und sofort in die Weite geht. Und man mit dem Ohr nur ganz wenig Kontrolle über die Töne und den Gesamtklang hat. Einerseits. Aber andererseits ist ein sehr schönes Gefühl, natürlich in die Weite zu blasen, zu wissen, dass Menschen uns hören können. Und ganz besonders, das ist das Brot der Musiker, natürlich der Applaus, der Marktplatz, der Marktbesucher, der dann sehr gut zu hören ist. Das heißt, bitte, liebe Cannstatter, applaudiert noch viel, viel mehr, damit diese Tradition erhalten bleibt. Und sagt mal, muss man dann auch draußen üben, um dieses Gefühl für den Ton zu bekommen? Also grundsätzlich ist es schon wichtig, dass man das draußen auch übt. Das heißt, Bläser, die das erste Mal im Freien spielen, die muss man darauf vorbereiten, was das für ein anderes Spielgefühl ist. Braucht man dann beim Blasen noch mehr Kraft? Im Freien braucht man nicht mehr Kraft, sondern eben das Gehör ist nochmal ganz besonders gefordert. Und wenn man natürlich besonders in die Weite blasen will und dann besonders laut spielen wollte, dann bräuchte man natürlich auch mehr Kraft. Aber wir wollen lieber schön spielen und die Bevölkerung hört es trotzdem. Also meistens stelle ich mich dann hier hin, weil dann kann ich so, also dorthin, weil dann kann ich immer so. Ja, stell dich mal so hin, wo du normalerweise stehst. Ja, weil dann kann ich so spielen. Ah, an der Ecke hier? Ja. Zeig mal, wie das geht. Also wie muss man denn das dann... So. Ja. Voll gut. Thank you.
Schöne an unserem Hobby ist, dass man das generationenübergreifend machen kann. Und wir freuen uns über Jungbläser ab etwa 8 Jahren, die zu uns kommen können. Aber auch Jugendliche, Erwachsene, jeder Altersstufe können das Instrument lernen. Meldet euch und melden Sie sich über die Homepage der Kirchengemeinden direkt beim Posaunenchor. Wir freuen uns auf euch.